damit wir... Ich komme von der Schause. Und damit willkommen zurück zum Sovi-Stammtisch, der mittlerweile... Sagst du immer zurück? Ja. Hat das einen Grund? Wieso? Ja, weil die Leute vorher woanders waren. Ja, eben. Du meinst, die kommen dann, die gehen dann woanders hin und kommen wieder zurück. Absolut. Ich weiß, dass manche nicht zurückkommen. Ja, aber die hören es ja dann auch nicht. Die hören es eben, nicht. Eben, deswegen trifft es, ja gut, außer... Für die Menschen, die vorher noch nie da waren und dann das erste Mal zu uns stoßen. Aber in dem Fall ist es auch gleichzeitig eine kleine Werbung, weil es implizit darauf verweist, dass vorher schon was da gewesen ist. Nein, eigentlich finde ich sogar sehr gut. Immer dieselbe. Ja, diese kleine Ritualisierung finde ich auch ganz angenehm. Ich glaube, das setzt einen schönen Rahmen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich sehe kein Problem da drin, Dinge angenehm zu gestalten, insofern es inhaltlich nicht zur Sache tut, wie eine Begrüßung. Das ist aber höchst unsoziologisch. Inwiefern? Naja, Dinge leicht verständlich zu machen. Ach so, nicht leicht. Ich habe angenehm gesagt. Nicht leicht verständlich. Wer spricht denn da? Hier spricht Nils Müller mal wieder. Ja, aber der Gast sich selber vor. Aber Gast du hast mich gefragt. Du bist ja quasi Stammtischler, weil du hier immer wieder auftauchst. Ja, ich werde dir nicht los. Nein, aber wir müssen dich trotzdem immer mal wieder vorstellen, bis das eingebrannt ist ins Gehirn unserer, nicht anzusprechen, nicht zu adressieren. Und ich möchte es nochmal betonen, Dr. Nils Müller. Wenn er darauf besteht. Absolut. Da lassen wir nicht mit uns verhandeln. Genau. Blocker, Massenblocker. Absolut. Zähl mal ganz schnell noch auf, doch, das muss so viel Zeit muss sein. Und zwar weltenkreuzer.de, ein wissenschaftlicher Blog, weltengeflüster.de. Weltenflüstern.de. Flüstern. Den Fehler hatte schon René das letzte Mal gemacht. Und ich bin jetzt wieder schuld. Ja, das ist Bezugssystem, weil das wissen viele Leute nicht. René und ich. Als wenn du dir sowas eine Woche merken kannst. Ja, aber das wissen viele Leute nicht. Das musst du dir aufgeschrieben haben. René und ich sind nämlich eigentlich die gleiche Person. Das mit technischen Tricks geht das so, als dass das wirkt, als ob wir zwei verschiedene wären, aber das ist so nicht. Also Weltenflüsterer. Flüstern, verdammt, danke. Das kann man nicht eigentlich. Flüstern.de. So, jetzt war es aber richtig. Das sieht total witzig aus, weil ich sehe ja dein kleines Konterfei hier. Nils. Und ich sehe das große von unserem Chef hier. Und der geht so über deins weg. Und dann blinkst du wie so eine kleine Ameise auf. Sehr schön. Das wirkt so hilflos. Der kleine Klepperterrier. Ja, genau, wie so eine Ente, die jemanden zu Tode, mit dem Schnabel zu Tode beißt. Genau. Aber dabei bist du hier der Held als Doktor. Genau, aber ganz kurz, und zwar, ich sage jetzt gar nicht mehr, wie der zweite Blog heißt, der ist mit Sicherheit richtig unten verlinkt, weil René das richtig verlinken wird. Und da sprichst du über Science-Fiction und Fantasy-Literatur, und zwar nicht in einer tiefanalytischen Weise, sondern als kleinen inhaltlichen Leseempfehlung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist so, nicht wahr? Absolut. Ja. Und einen dritten Blog, in dem du über, wie hattest du es damals genannt, über das akademische Handwerkszeug, also das akademische Handwerkszeug zum Thema hat, also Schreiben, aber auch Lesen, also generell die, wie man akademisch produktiv wird oder sich das erleichtern kann. Genau das. Aber wir wollen gar nicht so lange über deine Blogs reden, sondern wir wollen viel lieber über deine Diss reden. So. Da ist auch wahrscheinlich mehr Arbeit reingeflossen, so im Großen und Ganzen. Oh, das ist aber eine Beleidigung für dein Publikum. Du musst doch den Leuten immer suggerieren, dass sie das Wichtigste... Oh, das ist schon wieder voll Publikumsreferenz. Ich werde hier einen Buzzer einbauen. Aber ich wende mich nicht an unser Publikum, sondern an das Konstrukt eines Publikums an sich. Das wird doch wohl noch erlaubt sein. Die Blogs haben eben schon mehr Leser als meine Diss, deswegen ist gerade der Schwerpunkt darauf eher zu
die Werbung sozusagen auf die andere Seite zu positionieren. Aber eigentlich ist es auch deswegen auch eigentlich also ineffizient, war so viel Arbeit in die Dis zu checken, die Oh auch Mann, egal ey, Leuten wir lesen haben wird. nur eine halbe Stunde und ihr macht hier so, ich weiß nicht, was in der Diss steht und ihr kommt überhaupt nicht zum Punkt. Und am Ende muss ich wieder den Gong und alle Fragen sind offen und alle Hörer betroffen. Oh, Okay. jetzt muss ich selbst mich bessern. Ja. Okay, Raumsoziologie ist das Thema deiner Diss. Und wir hatten schon vorher ein bisschen vorgeplänkelt und sowohl René als auch ich, ja, habe darauf verwiesen, dass wir keine Ahnung haben, was Raumsoziologie jetzt im Detail ist. Du hast keine Ahnung. Ich habe gesagt, dass ich Ahnung hatte und es nur vergessen habe in der Zwischenzeit. Aber das ändert ja im Gegenwartszustand gar Ja, nichts. stimmt auch wieder. Ich habe ja dir vorgeschlagen, Nils, das zu verschieben, um ein bisschen bei Georg Simmel, der über alles was weiß, Raumsoziologie nachzusehen. Und da hast du gesagt, dumme Fragen sind dir die liebsten. Ja, dumme Fragen sind auch die besten. Weil sie verhindern, dass man irgendwie ganz viel voraussetzt, wenn man Dinge erklärt und implizit so viele Annahmen trifft, die man aber selber gar nicht sich im Bewusstsein hat. Und dann kommt man immer wieder dazu, seine eigene Argumentation und seine eigenen Gedanken auch zu hinterfragen. Jetzt trauen wir uns keine Fragen zu stellen. Ja, warum? Es gibt keine dummen Fragen, nur Es dumme gibt nur dumme Fragen. Fragesteller. Ich weiß nicht, ich saß schon in diversen Situationen, wo ich definitiv das Gefühl hatte, es gibt doch dumme Fragen. Na, jetzt, was hast denn du da? Das war irgendwie so ein, was ist denn überhaupt der Titel? Der Titel ist die alltägliche Reproduktion nationaler Grenzen in Europa. Und das bringt auch so ein bisschen so die Hauptkomponenten sozusagen in dem Titel alle schon so schön aufgereiht. Weil Reproduktion ist ein soziologisch super spannender Begriff. Alltäglich ist irgendwie was Ungewöhnliches. Und nationale Grenzen sind soziologisch sowieso extrem spannend. Und Europa Aber ohnehin. Europa nicht. Für Soziologen ist Europa nicht. Das sind Politikwissenschaftler, die Ja. Europa, wenn ich Europa höre, dann fallen mir so viele, also so viel, dann ist das wie so ein Regal, wo Haufen komplexeste Bücher auf. Also Europa ist halt ist zu komplex. Also Europa als Wissenschaft, das ist ja dermaßen aktuell, da muss man ja richtig eine Position beziehen. Nicht zwangsläufig. Also, wie du gerade sagtest, die Soziologie hat Europa eigentlich erst so in den letzten 15 Jahren so richtig für sich entdeckt als Thema. Und da ist noch ziemlich viel Grundlagenarbeit, die eigentlich noch mitten im Schwange ist, wo ganz viele so Selbstverständlichkeiten, die banale Frage, was ist Europa soziologisch eigentlich, noch nicht ansatzweise beantwortet ist. Was ist Europa? Was ist Europa? Ja, das ist eben genau die Frage. Ist es ein Verbund von Nationalstaaten? Ist es ein neuer Typ von irgendwie zusammen kohärenter, nach außen abgegrenzter Gesellschaft eventuell sogar? Ist es ein Feld von Feldern oder ein sozialer Raum? Hat es überhaupt noch was mit den Nationalstaaten zu tun? Ist es ein Gebilde von Nationalstaaten oder von Menschen oder von Organisationen oder ist es supranational oder transnational, also ganz, ganz viele Fragen, die einfach noch komplett offen sind und wo ich mit meiner Diss so einen ganz, ganz winzigen Mikroteil mir mal rausgegriffen habe. Wo du nämlich sagst, Reproduktion und Nationalstaaten. Das ist ja, wenn man so Statistiken befragt, die ja gerade für verschiedene nationalstaatliche Räume halt so auch immer gerne angefertigt werden, da wird ja auch immer so ein Bild erzeugt, ne? Ja, die Franzosen seien so und so, die Polen seien hingegen so und so und die Italiener, die sind so und so. Und die sind da ein bisschen wie Franzosen und da ein bisschen wie Polen, aber in dem Punkt sind sie einfach, sind die ganz anders und so weiter. Und also gehört das mit dazu, weil das ist ja auch ein Punkt, wo sich, wo dann auch die Wissenschaft tatsächlich aktiv an der Reproduktion dieser nationalen Räume beteiligt sind, weil sie ja Material zur Verfügung stellen, es praktisch diese nationalen Einheiten immer voraussetzen,
die dann, worüber die dann Wissen anhäufen, auf das denn irgendwie behandelt wird und was dadurch auch so, so einen Reproduktionszyklus dieser Bilder ja. erst anstößt, weil ja auch immer wieder drauf bezogen wird und die Grenzen dadurch erst also sage ich mal, so diese sozialen Grenzen erstmal gezogen wird, diese nationalstaatlichen im sozialen Raum, weil ich finde also das mal so wahnsinnig. Was du gerade ansprichst, ist ein Kritikpunkt. Also ich komme so persönlich von der Ausbildung her sehr stark eben gerade aus der Europasoziologie, der Europaforschung. Das ist ein Kritikpunkt, der da seit einigen Jahren auch sehr berechtigterweise angebracht wird, der sogenannte methodische Nationalismus. Mhm. Also tatsächlich zu sagen, wieso denken wir denken auch unsere Methodik sehr nationalistisch. Das ist auch klassischerweise ist auch die Europaforschung eine vergleichende, eine komparative Forschung. Also wirklich ein Vergleich zum Beispiel, wie du es gerade sagtest, von Sozialstrukturen. Mhm. Ein Vergleich von Bildungssystemen, ein Vergleich von der Konstitution der nationalen Wirtschaften zum Beispiel. Da kommt es tatsächlich aus einer sehr, ja, ich will nicht sagen nationalistischen, aber aus einer sehr national zentrierten Perspektive, der halt Deutschland mit Großbritannien und Frankreich vergleicht. Mhm. Und da kommt dann nämlich schon die erste spannende Frage, inwieweit ist das gerechtfertigt oder auch nicht? Und was passiert, wie kann man das eben auch anders angehen? Ja. Weil es eben gleichzeitig sehr schwer ist zu sagen, okay, was ist eine europäische Sozialstruktur? Das ist gerade eines der ganz heißen Forschungsthemen in dem Bereich, wo eben geguckt wird, okay, wie können wir anfangen, sowas wie eine Sozialstruktur europäisch zu fassen? Und eben nicht sagen, irgendwie in Deutschland ist die Arbeitslosenquote so hoch und Spanien ist die höher, sondern irgendwie zu sagen, okay, was sagt das über Europa aus? Ist das nicht im Prinzip, dass man das Spiel dann auf eine andere Ebene fortsetzt? Weil man könnte das dann ja auch reformulieren, indem man nicht irgendwie Portugiesen und Schweizer gegeneinander stellt, sondern Europäer und dann halt vielleicht ja türkische Menschen oder asiatische Menschen im Allgemeinen als die Menschen, die vom asiatischen Kontinent kommen. Also das wiederholt man da nicht einfach nur das Spiel? Das ist dann tatsächlich der nächste Schritt, die Frage zu stellen, ist Europa die Fortsetzung des Nationalstaats mit anderen Mitteln oder einfach nur quasi die klassischen Vereinigten Staaten von Europa, die ja auch immer mal wieder so als Forderung im Raum stehen, oder ist es tatsächlich was Neues, was Eigenes? Und das ist gerade das, was die Europasoziologie versucht anzugehen und zu fragen, okay, was charakterisiert das eigentlich? Und mein eigener Ansatz ist eben auch sehr stark von unten, also von der Mikroebene und aus dem Alltäglichen und aus dem wenig Intellektuellen jetzt nicht zu überlegen, ja okay, wie denken wir jetzt Nationalstaaten, sondern tatsächlich zu gucken, wie drücken sie sich aus quasi im Alltäglichen und wie trägt eben auch das alltägliche Handeln, die alltäglichen Routinen, wie tragen die dazu bei, diese Nationalstaaten zu reproduzieren oder zumindest voneinander abzugrenzen. Was ist ein Raum? Was ist ein Raum? Das ist eine sehr gute Frage. Das kommt sehr darauf an, wen du fragst. Thomas. Wir fragen heute einfach mal dich. Also Raum als solcher Begriff, wenn man ihn theoretisch fasst, ist im Grunde extrem schwammig. Also ich habe es mal irgendwie so, als ich mich so durch die Definitionen und Perspektiven gearbeitet hatte, irgendwie so das Gefühl, Raum ist irgendetwas, das Bezug auf irgendetwas hat, das irgendwie strukturiert ist. also quasi nix und alles. Und dann ist tatsächlich bei mir der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mir jetzt für meine Frage ein konkretes Raumverständnis angreifen. Ich habe, wie gesagt, auf nationale Grenzen geguckt und wollte sozusagen die Veränderungen in der räumlichen Struktur in Grenzregionen mehr angucken. Also wo jetzt nach der Umsetzung des Schengener Abkommens, der Auflösung von Grenzkontrollen, zu sagen, okay, an diesen Grenzen passiert da jetzt was, entstehen da grenzübergreifende Räume? Also eine sehr, sehr konkrete Frage an einem sehr, sehr konkreten Beispiel, um mich eben nicht so ein bisschen aus dieser dieser metaphysischen Frage, was ist Raum, so ein bisschen rausziehen zu können. Weil jetzt irgendwie für eine Sache, die ich danach gemacht habe, wo es eben stärker wieder um Europa als Ganzes ging, habe ich eine ganz andere Raumdefinition mir gebaut. Also da ist Raum ein bisschen so ein Hilfsbegriff, den man je nach Fragestellung sich ein bisschen herbiegen muss und der eben irgendwo zwischen
Raum ist das, was immer schon da war und irgendwie so ein Container, wo drin wir Ereignisse sehen. Und auf der anderen Seite das andere Extrem ist, Raum ist irgendwie gar nicht existiert, definiert sich nur über Beziehungen zueinander und ist fluide und flüssig und jederzeit veränderbar. Und ja, ihr seht das Dilemma. Bourdieu, glaube ich, hat den Raum so definiert als Beziehungsstruktur, um hier mal klug zu scheißen. Ja, aber also zu versuchen, klug Bourdieus zu scheißen. Bourdieus Raumbild ist aber ein extrem abstraktes. Also Bourdieus Raumbild hat zum Beispiel überhaupt keinen Bezug zum Territorium. Ja, und ist denn, also zwei Fragen, wenn ich darf. Na klar. Ja, Thomas. So. Seid ihr erlaubt, ja. Der meckert sonst immer, wenn ich hier die Fragen übernehme. Tue ich das? Nein, frag nicht, einfach. Solange das Mikro läuft. Das erste ist so ein Arbeitsbegriff, den du ja quasi dann gemacht hast aus Raum. Bei Arbeitsbegriffen frage ich mich, ist das denn wirklich notwendig? Also man will was über Raum untersuchen, merkt, dass es nicht greifbar ist und macht sich seinen eigenen Begriff und untersucht das daran dann. Da würde ich bisschen, also erstmal natürlich muss man sich irgendwie seinen Begriff definieren. Auch wenn ich jetzt sage, ich übernehme Simmels Raumdefinition 1:1, dann hat Simmel sie halt für mich definiert. Hm. Also irgendjemand hat es mal getan. Ich habe tatsächlich auch, mein Thema sind nationale Grenzen und Grenzregionen. Erstmal mit wirklich einem territorial geografischer Begriff. Also wirklich quasi Menschen, die im Abstand von 10 Kilometern zu einer nationalen Grenze wohnen. Das ist sozusagen mein eigentlicher Untersuchungsgegenstand. Das Problem ist dann, wie binde ich das konzeptionell an? Und wie kriege ich die Brücke quasi geschlagen von diesem sehr konkreten Gegenstand, wo ich quasi wortwörtlich draufstehen kann, zu so einem sehr luftigen Raumbegriff, der irgendwie irgendwo zwischen Aristoteles und Bourdieu, Foucault, Giddens, Löw, Simmel, so viele Nuancen und abstrakte Gedankenverrenkungen erfahren hat. Wie kriege ich den mit diesem ganz konkreten Ding zusammen? Und das ist so ein bisschen auch mein Herangehen, zu sagen, ich habe einen sehr konkreten Fall und welche Konzepte und welche Modellannahmen auch so ein bisschen können mir dabei helfen, den fassbar zu machen, den greifbar zu machen. Das heißt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Raum untersucht habe. Ich habe konkrete Räume untersucht. Ich erinnere mich da auch an irgendwann mal eine Diskussion über Kulturbegriff, wo auch spannend war, weil es ganz viele verschiedene Begriffe gibt für uns. Halt so Kultur ist ja auch so ein mega schwammiges Ding einfach. Was das Interessante ist doch dann auch, je nachdem, was für ein Raumbegriff angewandt wird, verändert sich auch die gesamte Analyse dann auf einmal. Ja, klar. Ja, also, und ich kann man das feststellen, dass dann, also dass diese Konzeption von Raum denn auch daran hängt, wie es immer aufgefasst wurde oder wie es den immer zugrunde lag? Weil das ist ja so Teil des, das ist ja im Prinzip Teil des Spiels dann, ne? Wie gesagt, ich finde es schwer immer zu sagen, Raum ist auf eine gewisse Weise. Ich komme tatsächlich bei mir dann gerne von einer konkreten Frage her. Also meine Frage tatsächlich eben, entsteht da sowas wie ein grenzübergreifender Raum? Und dann mir die Frage zu stellen, okay, was könnte so ein grenzübergreifender Raum sein? Und dann zu sagen, okay, das ist nicht irgendwie so ein Container, der schon immer da war, wo jetzt was drin passiert, weil dann würde er nicht entstehen, dann wäre er schon immer da gewesen. Das macht logisch keinen Sinn. Im anderen Extrem ist es auch nicht irgendwas, was sich jeden Tag massiv verändert und verschiebt und so völlig fluide, weil dann ist es langweilig. Dann ist es keine Struktur. Sondern dann zu gucken, okay, wie kann ich das an die Diskussion, die es gab, die es, wie ich gerade sagte, über Jahrhunderte im Grunde bei diesem Themenkomplex, ich will jetzt gar nicht sagen Begriff, wie kann ich das anbinden und was sind davon die Aspekte, von denen ich den Eindruck habe, die verraten mir etwas über meine Frage. Die helfen mir dabei, die zu beantworten. Meine zweite Frage, die ich dann hatte, war, geht so in dieses Container-Ding. Das heißt ja, man, also von Seiten der Geografie und der Humangeografen, Humangeografie ist ja ganz dicht an der Soziologie eigentlich dran.
wird ja uns immer vorgeworfen, uns Soziologen, dass Soziologie über dem Boden schwebt. So als Metapher, dass sie den ignoriert. Und da könnte man ja jetzt sagen, okay, da geht ja die Geografie mehr oder weniger von einem Containermodell aus, weil die setzt den Raum ja, also soweit ich es weiß, mit Materie gleich. Und die hat ja auch gute Forschungsergebnisse. Also wenn ich das nur ganz schnell einbringen kann, was mich damals sehr also schockiert hat, dass die Geografen und nicht wir das herausgefunden haben, war, da gibt es eine Studie, wo sie anhand der also Topografie und der Geografie können die in einem Modell vorher berechnen, welche Religionen sich entwickelt haben und entwickeln werden in bestimmten Gegenden. Und da kam die darauf, dass in sehr kargen Gegenden, wo viel Solidarität herrschen muss, damit man überhaupt lebt, dass dort auch sehr, sehr strenge Religionen entstehen. Und in anderen, wo man so vor sich hinleben kann, sind die Religionen nicht so streng. Da kamen Soziologen, glaube ich, nicht drauf. Ja, aber Dann das klingt jetzt nimmt man aber auch konkreten schon. Raum. Das klingt aber jetzt auch schon, also auf der einen Seite klingt das jetzt auch schon ein bisschen nach Selbstmordstudie, so Religionen, so, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das unsoziologisch ist. Und es ist tatsächlich, ich glaube, zwei Tendenzen, die da so ein bisschen gegeneinander spielen. Ich teile den Eindruck, dass die Soziologie sich vielleicht gerade in Deutschland, aber auch sicherlich nicht nur, sehr von Materiellen sozusagen abgewandelt hat. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mal was geschrieben von der Sachvergessenheit der Soziologie. Das heißt, dass die Soziologie ein Problem damit hat, konkrete Gegenstände, Dinge, physische Artefakte tatsächlich zu erfassen und mit ihnen zu arbeiten. Dass da immer sehr viel, was du gerade sagst, dieses Abgehobene über dem Boden schweben, thematisiert wird und so das, was konkret da ist, so ein bisschen mit Skepsis betrachtet wird. Das ist die eine Schiene. Und in der zweiten Schiene, es ist tatsächlich bei den Humangeografen nicht mehr so, dass die jetzt sagen, wir gehen von dem Raum aus. Da ist tatsächlich aufbauend auf Ginz, lustigerweise. Also da ist der Soziologe Ginz sozusagen der Grundstein gewesen. Das hat dann, ich glaube, ein jener Sozialgeograf Benno Werlen hat das dann sehr einflussreich in die Humangeografie überführt, um tatsächlich diese Wechselwirkungen stärker in den Mittelpunkt zu rücken und sagen, nein, das hängt auch ganz viel mit Interaktionen, mit Praxis zusammen, wie Raum eigentlich aussieht und wie sich Raum strukturiert und abgrenzt. Also da ist eine Humangeografie jetzt vielleicht dann so 10, 20 Jahre nach der Soziologie, was den Zeitstrahl angeht, aber tatsächlich ein ähnlicher Drift zu beobachten. Nur dadurch, dass die natürlich aus der sehr materiellen Forschung und Untersuchung kommen, sind die nicht so schnell dabei, das Ganze komplett beiseite zu legen, wie die Soziologen es ja leider manchmal tun. Hier, Kant definiert den Raum als Möglichkeit des Beisammenseins. Wie findest du die Definition? Ja, was heißt Beisammensein? Also das ist, finde ich, so ein bisschen den einen schwammigen Begriff durch einen anderen schwammigen Begriff aufgetreten. Das sieht man in moderneren, praktischen Definitionen in so einer relationalen Raumbestimmung, wie sie von Martina Löw kommt, die ja so in Deutschland so ein bisschen die zentrale Autorin oder war, die das Thema sehr stark Die vorangetrieben Queen of hat. Genau, die Stadtsoziologie. Queen of Stadt- und Raumsoziologie. Die hat ja so ein relationales Raumbild. Das heißt, sie sagt halt tatsächlich, dass sich Raum darüber definiert, dass Dinge zueinander in Beziehung stehen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie gar, ja, ich kann eigentlich nichts über etwas aussagen, ohne mich dazu mit ihm in Beziehung zu setzen. Deswegen finde ich diesen Begriff ein bisschen schwierig. Aber da ist tatsächlich der ganz starke Fokus darauf zu sagen, okay, Dinge stehen zueinander in Beziehung, dann sind sie irgendwie eher gemeinsam Teil eines Raums. Das rückt dann so in meinen Augen auch stark so in die Netzwerkanalyse und so Cluster-Gedanken, so nach innen stark vernetzt, nach außen weniger vernetzt. Ja, ist eine legitime Perspektive, finde ich jetzt, greift aber zu kurz, da sie eben, was jetzt mein Verständnis ist, wo man, glaube ich, auch anderer Meinung sein kann, zu sagen, dass da tatsächlich auch so eine territorial, materiell, geografisch, topografische
Grundlage irgendwie noch was mit zu tun hat. Also nicht, aber dass sie alles determiniert, aber dass sie noch relevant ist. Ich weiß nicht, ich frage jetzt mal René, darf ich eine systemtheoretische Perspektive einbringen? Ach so, ja, sicher, ich habe ja hier einen Ausknopf. Nee, weil das ist nicht hier passiert, aber René, du hast erzählt, dass geklagt wurde, dass wir so viel Systemtheorie machen. Ach so, ja, und ich werde gemobbt von den Systemtheoretikern auf Twitter. Aber mach ruhig, okay. Du bist ja einer von denen, was soll man da? Da muss man irgendwann auch mal die Fahnen strecken. Ich kann auch was zu Weber sagen, habe ich halt nur keine Ahnung von. Naja, du kannst vor allem noch 3 Minuten lang was sagen oder 4. Okay, ist das nicht so, für mich als Soziologe, für mich persönlich, meiner soziologischen Perspektive, ist vielleicht auch, also tritt das Materielle, also diese rohe materielle Raum irgendwie, wenn man das so sagen möchte, tritt ja auch tatsächlich soziologisch erst in Erscheinung, wenn er Identitäten bildet. Aber auf der anderen Seite kann er, glaube ich, für Menschen auch gar nicht anders in Erscheinung treten als in Form von Identitäten, die aber halt immer sozial verhandelt sind, also und ja, da bist du in meinen Augen schon quasi 3 Schritte weiter. Raum tritt ja auch aus Giddens Perspektive, da bin ich sehr nah bei Giddens, zu sagen, Raum hängt ganz viel mit Bewegung im Raum zusammen, das ist die eine Sache. Sonst habe ich einen Ort quasi, also ein Punkt im Raum ist ein Ort, aber sondern hat mit viel Bewegung zu tun und der hängt ganz, ganz stark mit Alltagspraktiken zusammen. Mhm. Also wie bewege ich mich im Raum und was tue ich im Raum? Und da ist natürlich richtig, dass es auf jeden Fall eine soziale Dimension gibt. Aber es gibt natürlich auch eine physische Dimension. Es gibt nämlich einfach die physische Dimension, dass ich nur einen gewissen Teil, ein gewisses Ausmaß an Raum innerhalb eines Tages überbrücken kann. Ja. Eingebettet in mein komplexes Geflecht aus alltäglichem Tun. Genau, aber das ist der Gong. Lass mich dazu vielleicht nur am Ende 2 Sachen sagen. Und zwar einmal, vielleicht ist es tatsächlich, also ich würde dann nämlich sagen, es ist eine Verschränkung, weil aus systemtheoretischer Bildung der materielle Charakter des Raums kann zwar den sozialen Charakter des Raums nicht determinieren, aber irritieren. Ne? Halt, weil eben, man kann halt nicht durch den man kann halt eben nicht durch eine Wand marschieren, außer man ändert vielleicht seine Perspektive und differenziert einen Teil der Wand als Tür heraus, dann kann man es nämlich doch. Ja, aber das ist irgendwie keine Perspektive. Also da habe ich jetzt das schöne Beispiel der Grenzforscher. Ich war auf einer Konferenz in Nordgriechenland mit lauter Leuten aus der ganzen Welt, die ihr Geld damit verdienen, wissenschaftlich Grenzen zu untersuchen. Ja. Und wir machten eine Exkursion nach Bulgarien mit dem Bus. Und an der Grenze Griechenland-Bulgarien blieben 3 dieser Grenzforscher wegen fehlender Papiere zurück. die aus unterschiedlichen Gründen, mal Schuld, mal weniger Schuld, tatsächlich nicht die richtigen Papiere hatten. Wir haben dann den Bus gewitzelt, das sind die Konstruktivisten oder Theoretiker. Das sind nämlich die, denen das Materielle egal war. Okay, an dieser Stelle klage ich mein Leid über die restriktiven 30 Minuten, weil dieses Thema absolut mehr Zeit verdient. Wir haben nächste Woche wieder Stammtisch. Ich würde vorschlagen, vielleicht fortsetzen, wenn das... Weil ich möchte noch wissen, was in der DIS als Ergebnis rauskam zum Beispiel. Ja, und ich möchte vielleicht als Abschluss dieser Sendung und als Einleitung für die nächste mal einen Versuch bringen, warum das so schwammig erscheint, den Raum, oder einen Gedanken, warum das so schwammig erscheinen könnte, was denn der Raum ist. Denn schon Immanuel Kant hat ja den Raum zu seinen A prioris gezählt, der an sich also nicht durch Erfahrung zugänglich ist, sondern die Form der sinnlichen Anschauung erst möglich, also die Voraussetzung für die Form sinnlicher Anschauung ist. Ja. Und das macht es natürlich dann kompliziert, das zu begreifen, wenn es praktisch vor jeder Form von Begreifen gelagert ist. Und wir überlegen uns jetzt, was Kant damit zu tun hat, oder ignorieren das jetzt eine Woche lang und setzen dann nächste Woche wieder an. Und bis dahin ein schönes Leben für alle.
Für alle, danke. Für alle. Und ja. Ja, ich kenne aber ein paar, die möchte ich dann nicht eingeschlossen wissen. Das ist aber gemein. Ja. Das ist ja, aber gemein, also das ist auch die Frage, jemand zu sagen, das ist jetzt gemein. Das ist, wieso ist das ein Vorwurf? Das ist eine Feststellung, damit musst du drüber. Es wird aber oft als Vorwurf gewertet. Ja, weil unterstellt wird, wenn du ein moralisch guter Mensch wärst, dann würdest du nichts Gemeines tun, beziehungsweise es würde dir Kopf- oder schlaflose Nächte bereiten, aber wenn du das. Das ist eine Unterstellung und gegen Unterstellung kann man auch moralisch vorgehen. Absolut. Es hört einfach nie auf. Man kann immer antworten. Ja, außer bei 30 Minuten Restriktion. Und das ist auch mehr als eine Irritation. Sie macht nämlich Anschlusskommunikation massiv unmöglich. Weiß ich nicht. Und jetzt fangen die wieder das System an. Also Anschlusskommunikation schon, vielleicht, aber also.